Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollegen! Die AfD-Fraktion ist grundsätzlich gegen Waffenexporte in solche Länder, die Krieg führen, ohne sich dabei selbst zu verteidigen. Der Jemenkrieg ist ein Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der ärmsten Menschen ausgetragen. Den Konfliktparteien dort gebührt daher unsere größte Verachtung. Und was für Saudi-Arabien gilt, muss eigentlich auch für Ägypten gelten, denn auch Ägypten ist Teil von der von Saudi-Arabien im Jemen geführten Koalition. Die Art und Weise, wie die Bundesregierung in dieser ganzen Frage agiert, ist bestenfalls dilettantisch zu nennen. In Wahrheit gefährden Sie mit Ihrer Politik jegliche Friedensbemühungen auf der arabischen Halbinsel und gefährden den Wirtschaftsstandort Deutschland. Außerdem werden wir immer mehr und mehr zu einem unzuverlässigen Partner. Ihr einseitiger Exportstopp nach Saudi-Arabien zeigt deutlich, in Wahrheit wollen Sie gar keine europäische Integration. Sie und Ihre grünen Genossen wollen eine deutsche Hegemonie in Europa. Das wollen die anderen nicht, und deswegen wollen die Briten auch raus. Meine Damen und Herren, die Gleichwertigkeit der Nationen in Europa ohne Bevormundung aus Berlin oder Brüssel, das ist das Europa, was wir wollen. Das ist das Europa, das Frieden und Wohlstand garantiert, ein Europa der Vaterländer. Deutschland muss sich in der Frage von Rüstungsexporten mit Frankreich, mit Italien, mit Großbritannien grundsätzlich einigen. Hier ist tatsächlich mal ein europäischer Gleichklang notwendig. Mit Ihrem überheblichen Handeln schwächen Sie Deutschland, die europäischen Partner und vor allem die betroffenen Arbeitnehmer. Nur nicht Saudi-Arabien. Und das soll ja wohl das eigentliche Ziel sein. Es kann nicht sein, dass bei deutsch-französischen Kooperationen exportiert werden kann und bei rein deutschen Rüstungsgütern nicht. Das kann man keinem Werftarbeiter in Wolgast, Herr Wilsch hat gerade die Peenewerft angesprochen, begreiflich machen. Und das wissen Sie, und daher versuchen Sie, die Menschen an der Nase herumzuführen. Zu unserem Antrag. Herr Wilsch, ich finde Ihr Mitgefühl gegenüber der Lürssenwerft schon etwas heuchlerisch, wenn Sie sagen, Sie können es verstehen, dass jetzt geklagt werden soll. Heute kam tatsächlich die Mitteilung über die Medien, dass die Lürssenwerft gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Schadensersatz klagt. Zu Recht, und das ist Ihre Schuld. Das ist Ihre Schuld. Wir bieten seit Monaten mit unserem Peenewerft-Antrag eine Lösung an. Was haben Sie gemacht? Sie haben nichts gemacht. Im Januar gab es zwischendurch noch mal den ein oder anderen Anschein, dass die Boote tatsächlich von der Bundesrepublik übernommen werden können. Es ist bis heute nichts getan. Diese Klage verschulden Sie selbst. Herr Wilsch, ich will Ihnen gerne ablehnen. Ich will Ihnen gerne ablehnen, dass Sie das persönlich nicht gewollt haben. Aber ich glaube, Sie sprechen in dem Moment nicht für Ihre gesamte Fraktion. Unseren Antrag auf Übernahme der Boote, dann hätte Deutschland wenigstens noch etwas davon. So wird Deutschland wahrscheinlich nur Schadensersatz zahlen müssen. Den haben Sie mit Häme sowohl hier im Parlament in der ersten Lesung als auch im Ausschuss zurückgewiesen. Sie haben ihn als populistisch abgetan und uns Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Und das muss ich ebenso tun. Ich glaube, diejenigen, die keine Ahnung haben, sind Sie. Sie haben keine Ahnung und auch kein Bedürfnis zu wissen, was die Perspektivlosigkeit für die Menschen in Vorpommern und speziell in Wolgast bedeutet. Also darf ich Sie noch einmal auf unseren heutigen Antrag aufmerksam machen und noch einmal ausdrücklich an Sie appellieren, an alle Seiten hier im Haus, unserem Antrag zuzustimmen. Die Übergabe dieser Schiffe im Rahmen der EUNAVFOR-Med-Mission, des SOFIA-Mandats, könnte viele Menschenleben auf dem Mittelmeer retten. Wir haben es vorgeschlagen, dass das Schlepperwesen durch eine solche Aktion wesentlich reduziert werden kann. Denn das würde Planungssicherheit für die Peenewerft bedeuten. Und deshalb, wie gesagt, nochmal mein Appell, überlegen Sie es nochmal.
heute vielleicht unserem Antrag zuzustimmen. Wenn das nämlich der Fall ist, dann können Sie auch den Fortgang der Klage abwenden. Und das könnte eine mögliche Voraussetzung für einen etwaigen gerichtlichen Vergleich sein. Im Übrigen können wir dem Antrag der Linken keinerlei Regelungen für die vom Exportstopp betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmer entnehmen, sodass wir Ihrem Antrag nicht zustimmen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Bevor